Ja, willkommen bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch meine Tigerente mitgebracht und zwar den neuen Kia Stonic, ein Kleinwagen-SUV, und das will jetzt hier im Kompaktsegment natürlich richtig durchstarten. Ob er das kann und ob er das Zeug vor allem dazu hat, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Ja, hier ist er, der Kia Stonic. So wie wir ihn hier stehen sehen, ist er in Florida Gelb Metallic lackiert, hat auch ein Kontrastdach und zwar in Schwarz Metallic bekommen, sowie die Außenspiegel sind ebenfalls schwarz lackiert. Erkennungsmerkmal aller Kia-Modelle ist der Kühlergrill mit der schwarzen Tigernase, die wir hier sehen. Was auffällt beim Kia Stonic ist zudem, dass wir ein sehr freundliches und breites Gesicht haben, was sich hier ausspannt durch die Scheinwerfer, die sogar ein wenig augenmäßig wirken hier vorne. Und die Lufteinlässe an der Seite, horizontal stehend, mit den integrierten Nebelscheinwerfern lassen den Wagen dann nochmal etwas in der Breite stämmiger dastehen. Ansonsten schauen wir uns doch einfach mal die Seitenlinie vom Kia Stonic an. Ja, es gibt insgesamt 29 verschiedene Farbkombinationen, die der Kunde wählen kann für den Kia Stonic. Kein anderes Kia-Modell lässt sich so stark individualisieren im Bereich Farbe wie der neue Kia Stonic. Wer ein kontrastfarbenes Dach haben will, das gibt es entweder in Orange, in Limettengrün oder Schwarz oder eben in Wagenfarbe lackiert, der bekommt ab hier vorne, ab dem Dreieck, aufgehend in Schwarz tatsächlich dann die Kontrastfarbe. Die C-Säule bleibt weiterhin immer in Wagenfarbe lackiert. Das muss man gleich dazu sagen. Der Wagen ist mit 4,14 Meter äußerst kurz und zählt auch somit in den Kleinwagenbereich. Abgeleitet ist er hier von dem Kia Rio, das ist der Kleinwagenbruder. Am Heck sammelt er wieder die bekannten Designelemente der SUV-Familie und zwar ebenfalls hier von seinem großen Bruder, dem Sportage. Das sind hier diese LED-Rückleuchten, die dem Sportage sehr ähneln. Ansonsten ein eher unauffälliges und kühles Heck, wie ich finde. Aber auf jeden Fall sehr schön gestaltet, was wir hier haben. Unter der Haube von unserem Kia Stonic übrigens arbeitet, wie man hier an der Plakette sehen kann, mit TGDI, das derzeit stärkste Triebwerk für den Kia Stonic, ein 1,0 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 120 PS und 172 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Und das reicht für 185 Stundenkilometer Topspeed und in 10,3 Sekunden geht es laut Werk auf 100. Ja, schauen wir mal, was sich hinter der Kofferraumklappe verbirgt. Der Kofferraum fasst 352 Liter Standardvolumen. Wir haben einen doppelten Ladeboden, den wir tatsächlich rausnehmen können oder aber eine Stufe absenken können, wie hier.
Wir haben hier links ein kleines Seitenfach, wo wir was reinstecken können. Es ist leider nicht gepolstert, also dementsprechend könnte es ein bisschen klappern, wenn man hier was umstellt. Wäre die 352 Liter ausreichen, dann kommt man wirklich mit aus im Alltag für meine Begriffe. Ich selbst kam mit einem Zwillingsbuggy ganz gut zu Rande, wobei dann der Kofferraum tatsächlich voll war. Wer die Rücksitzbänke umlegt, so wie jetzt hiermit, das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz, das ist mit einem Handgriff erledigt, dann ergibt sich ein Maximalvolumen von 1155 Liter und wie wir sehen, ist das Ganze sogar relativ eben. Das heißt also, wenn man den Ladebund natürlich hier in diese Verankerung ein Stockwerk höher hängt, dann haben wir wirklich einen ebenen Ladeboden. Dann schauen wir uns doch jetzt noch mal den Innenraum an, würde ich sagen. So, wir sitzen im Kia Stonic jetzt auf der Rücksitzbank. Der Sitz ist auf mich eingestellt mit 1,78 Meter und einem etwas fülligeren Körper. Wie sitzt sich hier hinten? Also was auffällt in erster Linie ist zumindest auf alle Fälle diese Rückenlehne, die relativ flach steht. Sie lässt sich auch nicht verstellen. Das heißt, man liegt schon etwas weiter hinten und sogar hinter der C-Säule. So ein bisschen, wenn man sich nach hinten lehnt. Ja, ist vielleicht beim Schlafen noch ganz gut. Kopfstützen lassen sich ausreichend hoch positionieren. Kindersitze lassen sich ebenfalls mit Isofix hinter mir sehr gut integrieren. Es ist allerdings ein bisschen eine Gefummel, weil keine Führungsschiene da ist, wo die Isofix-Verankerungen hineinlaufen. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Reboarder-Sitze hinten installieren können. Einziger Nachteil ist natürlich durch die Kniefreiheit. Wir haben hier, ungefähr habe ich jetzt noch zwei Fingerbreit zum Sitz nach vorne Platz. Ist eingeschränkt und bei Reboardern braucht man natürlich besonders viel Kniefreiheit. Und da muss man sagen, wer dann größer als Fahrer als 80 ist, der hat riesige Probleme, weil er sich einfach kaum noch nach hinten, nach vorne reinfalten kann hinter das Lenkrad. Und da muss man ganz klar sagen, also wer solche Sitze installiert, für denen wird das Ganze hier einfach deutlich zu eng. Ansonsten haben wir hier einen Getränkehalter hier in der Tür integriert. Wir haben komischerweise eine Sitztasche nur auf der Beifahrerseite. Warum wir die nicht auf der Fahrerseite haben, wieder ein Geheimnis der Kia-Entwickler. Eine USB-Schnittstelle haben wir hier unten noch drinnen zum Laden eines Geräts. Hätten auch zwei sein können, würde ich mir wünschen. Platz habe ich hier mehr als genügend nach oben und die Sitze passen und die Füße passen wunderbar unter diese Vordersitze. So viel hier hinten. Jetzt schauen wir uns das Ganze nach vorne an. Ja, ich habe Platz genommen im Kia Stonic auf den Vordersitz, respektive dem Fahrerposition. Was wir haben auf alle Fälle genügend Platz. Das Lenkrad ist in der Höhe und in der Tiefe mehr als ausreichend einzustellen. Also da findet jeder seine passende Position. Das Dreispeichenlenkrad liegt auch sehr, sehr schön und gut in der Hand. Ist unten leicht abgeflacht. Das erleichtert den Ein- und Ausstieg ungemein. Die Höhe wird anhand einer Ratsche verstellt. Die Lehne leider nicht mit so einem Zughebel, leider, also da wäre so ein Drehrad besser für meine Begriffe, da man da dann die Position besser gestalten kann und leichter gestalten kann. Ansonsten, Bewegungsfreiheit ist genügend, die Knie stoßen leicht an der Mittelkonsole an, liegen an, aber es ist bequem, es ist nicht zu schlimm, es ist auch nicht sonderlich schlecht oder ohne Polsterung, dass es weh tut mit der Zeit, das fehlt sich nicht. Was etwas ungünstig gemacht ist, und das muss man Ihnen ganz klar sagen, das ist einfach diese Tankentriegelung, die sich hier unten drinnen befindet für die Tankklappe. Meiner Meinung nach absolut nicht mehr zeitgemäß. Da gehört einfach ein Knopf hinten dran, der über die Zentralverriegelung mit schließt und öffnet. Ansonsten fehlt sich hier nichts. Kopffreiheit auch mehr als genügend. Der Verstellbereich nach vorne und nach hinten ist auch gut. Also es sitzt sich im Kia Stonic wirklich gut. Ja, 14 Tage bin ich jetzt unterwegs mit dem Kia Stonic und er hinterlässt bei mir so einen zwiegespaltenen Eindruck. Zum einen sehr positiv ist tatsächlich diese Innenraumgestaltung, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil es wirklich sehr übersichtlich ist. Der Monitor hier in der Mitte,
Gefällt mir unheimlich gut. Er hat eine schöne Auflösung. Der Homescreen ist richtig schön mit der Kartendarstellung. Ich habe alles übersichtlich. Toll auch, dass serienmäßig Apple CarPlay und Android Auto sind. Die Klimaautomatik ist super simpel zu bedienen. Große Tasten, klar gegliedert. Eine Off-Taste, die sofort zu finden ist, wenn man es braucht. Alles ist wirklich auch schön hier aufgeräumt. Auch besonders positiv ist die gesamte Geräuschdämmung hier im Fahrzeug zu erwähnen. Der Motor ist wirklich gut abgekapselt vom Innenraum, also man hört ihn akustisch kaum, höchstens wirklich unter starker, also wenn man ihn stark fordert, unter Last, dann hört man ihn ein wenig schnarren. Aber auch die Windgeräusche halten sich in Grenzen, selbst bei höherem Autobahntempo sind die Geräusche angenehm niedrig. Und dann kommt wirklich dazu dieser Fahrspaß, den der Kia Stonic vermittelt. Denn er hat ein wirklich ausgesprochen direktes, also ein schönes Fahrwerk, was wirklich Spaß macht, um die Ecken zu fegen. Die Lenkung bietet ein richtig tolles Feedback. Also da muss ich sagen, da macht der Stonic wirklich richtig Spaß. Auch wenn die Auslegung straff geraten ist und dafür im Alltag ein bisschen zu wenig Komfort bietet, gerade bei schlechten Straßenverhältnissen. Ja, das könnte dann tatsächlich schon etwas besser sein. Ansonsten auch diese Wendigkeit, die man in so einem Kleinwagen braucht, ist wirklich hier gegeben. Man kommt ratzfatz in jede kleine Parklücke rein, auch wenn es leider keinen Parkassistenten gibt. Warum, bleibt ein Geheimnis von Kia. Und so macht der Kia dann Stonic tatsächlich im Alltag auch wirklich richtig Spaß, wenn man damit fährt. Aber dann kommt diese andere Seite an ihm, wo man immer wieder so ein bisschen ins Grübeln kommt, warum man hier nicht zu Ende gedacht oder zu Ende gefühlt entwickelt hat. Zum einen ist da diese, ja, die Optik, die man hier im Innenraum hat. Also wir haben hier wirklich viel Hartplastik und harte Kunststoffe verbaut, wogegen ja eigentlich nichts spricht. Aber sie sollten dann vielleicht nicht so extrem glänzend oder ein bisschen speckig wirken, was das Ganze eigentlich, diesen wirklich gute Verarbeitung, die der Wagen hat, weil es knistert und knarzt rein gar nichts, trotz des frühen frühen Produktionsstatus ist, was wir hier fahren. Aber nichtsdestotrotz, so diese grauen Einlegeoptionen hier oder dieses extrem speckige über die Armaturentafel und glatt auch, nicht irgendwie strukturiert, so dass zum Beispiel eine Parkscheibe auf dem Armaturenbrett sofort durch die Gegend fliegt, wenn man losfährt. Das muss einfach für meine Begriffe schon etwas besser gelöst sein. Ebenfalls besser gelöst sein müsste auch das Thema Dreizylinderantrieb. Und er ist für mich, Dreizylinder sind zwar mittlerweile State of the Art und jeder hat einen und jeder macht ihn ein bisschen anders. Und bei Kia müsste man sagen, hier müssten sie noch mal ein bisschen nachlernen, weil meiner Meinung nach hat man einen wirklich angenehmen Alltagspartner, wenn man ihn ruhig und gelassen bewegt, dann ist alles schön. Das Drehmoment Maximum mit 172 Newtonmeter ist verhältnismäßig gering, 200 Newtonmeter wären da schon so eine Hausnummer, die man eigentlich ganz gerne hätte. Ansonsten reicht die Leistung vollkommen aus. Er fährt sich im Alltag auch kraftvoll genug, aber es braucht auf alle Fälle Drehzahl. Und die 1500 Umdrehungen, nach denen das Maximum Drehmoment anliegen soll, laut Papier, stimmen in der Praxis in keinem Fall. Da würde ich mal sagen, 800 Umdrehungen mehr braucht er auf alle Fälle. Ich sage jetzt mal so knapp 2200, 2300, dann ist die Kraft wirklich da. Und dann kommt das nächste Problem bei der Drehfreude. Er dreht zwar aus, aber eher unwillig. Und wenn er dann dreht, dann hat er tatsächlich ein Loch im Drehzahlbereich zwischen 4.000 und 5.000, was man merkt, wo er so ein bisschen reinfällt. Das ist zum einen unschön, zum anderen ist es tatsächlich so, wenn man dann mal spaßig unterwegs ist, was das Fahrwerk ja wie gesagt wirklich gut mitmacht, dann passiert es als nächstes, dass man ja unter Last dann schön schaltet und dann, sobald eingekuppelt ist und man wieder Last geben will, dann passiert Folgendes, dass man eigentlich wirklich in ein Loch reinfällt. Also er bleibt kurz stehen, verzögert gefühlt und bis der Turbo und alles wieder anspricht, das dauert einfach eine deutliche Sekunde, die man dann merkt und irgendwo einfach insgesamt passt das dann nicht. Das wirkt dann zu unharmonisch. Hier müsste man einen geschliffeneren Übergang haben und das müssten die Entwickler eigentlich auch gemerkt haben und da finde ich, das haben dann einfach leider andere Hersteller schöner und
einfach vielleicht intelligenter gelöst, dieses Turbolag zu kaschieren. Nichtsdestotrotz, auch der Verbrauch von einem Dreizylinder kann soweit überzeugen. Wir wissen, Dreizylinder sind zwar keine Verbrauchswunder, wie sie immer verkauft wurden, aber nichtsdestotrotz, wir kommen hier mit gut 6 Litern aus, wenn man es normal im Alltag bewegt. Ich bin jetzt hier über meine 14 Tage mit rund 1200 Kilometern, die ich gefahren bin, wobei ich 500 Kilometer überführt habe und da viel Autobahn gefahren bin und auch hohe Tempi gefahren bin, lag ich dann tatsächlich über die Gesamtdistanz bei 7,3 Liter. Jetzt im Alltag kam ich dann aber mit einem Schnitt von 6,4 Litern aus. Und wer ihn über Land sogar ruhig fährt, der schafft sogar eine gute 5 vor dem Komma. Also auch hier muss man sagen, passt es soweit. Ja, der Kia Stonic ist wirklich in dieser Kleinwagen-SUV-Klasse angekommen. Es ist ein grundsolides Produkt, was wir haben. Der Dreizylinder überzeugt mich zwar aktuell nicht vollends, ist aber sicherlich die derzeit attraktivste Antriebskombination im Programm des Kia Stonic. In der Hoffnung, dass trotzdem etwas mehr kommt noch an Leistung, denn das Fahrwerk wird es auf alle Fälle vertragen und eine Sportvariante könnte man sicherlich auch draus basteln, wenn man denn möchte. Ein bisschen schade ist, dass Kia trotz des neuen Fahrzeugs eigentlich so ein paar Sachen weggelassen hat, die mittlerweile State of the Art sind. Zum Beispiel würde ich mir LED-Scheinwerfer noch für das Fahrzeug wünschen, die nicht lieferbar sind. Warum ein Einparkassistent fehlt oder aber ein Abstandsregel-Tempomat, den zum Beispiel der Konkurrent des Seat Arona bietet, bleibt ein wenig ein kleines Geheimnis der Kia-Entwickler. Nichtsdestotrotz macht der Wagen wirklich viel Spaß. Und für rund 25.000 Euro bekommt man hier ein echtes schönes Kompaktfahrzeug mit einer höheren Sitzposition. Für Familien ist das Fahrzeug vielleicht nicht die Idealbesetzung, aber für Singles oder Paare oder aber ältere Semester, die tatsächlich den höheren Einstieg und die höhere Sitzposition mögen, ist das Fahrzeug auf alle Fälle interessant und besonders schön auch die Individualisierungsmöglichkeiten durch diese Farbkombinationen, die wir hier haben, die ich sehr schätze. Und hier kann man auf alle Fälle, sollte man auf alle Fälle auch in den Farbtopf greifen. Meine Empfehlung ganz klar, das florierte Gelb hier. So viel dazu von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Ähnliches zum Kommentare zum Kia Stonic habt, dann bitte unten in die Kommentare. Ansonsten lasst mir einen Like da. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke anmacht, damit ihr auch von mir wieder hört. Vielen Dank. Bis dann, euer Ubi. Servus.